Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bilby Team und heute soll es darum gehen, wie du deine Buchungsdaten aus Bilby zu DATEV bekommst. Da du DATEV als Schnittstelle aktuell nicht an Bilby anbinden kannst, musst du einen anderen Weg gehen. Und dieser Weg ist ein Export. Du kannst deine Daten aus Bilby im DATEV-Format exportieren. Diesen Export kann dann dein Steuerbüro weiterverarbeiten oder auch andere Programme, die das DATEV-Exportformat unterstützen. Damit das reibungslos funktioniert, musst du als erstes den Export konfigurieren. Das kannst du machen, indem du in deine Einstellungen wechselst und dort in den Menüpunkt Datenexporte. Hier in der Liste scrollst du jetzt ganz nach rechts, wo du den DATEV-Erlöse-Export findest. Teilweise wird dieser Export bei Bilby auch Buchungsexport genannt, allerdings wird jedes Mal das gleiche Exportformat genutzt. Den ersten Bereich, den du findest, ist der allgemeine Bereich. Hier musst du zum Beispiel deine DATEV-Beraternummer oder deine Mandantennummer hinterlegen. Außerdem musst du hier die Länge deiner Sachkontennummern hinterlegen. Deine Debitorenkonten haben dann immer eine Stelle mehr als die Zahl, die hier hinterlegt ist. Im Reiter Allgemeines wie auch in allen anderen Bereichen gilt, wenn du einmal nicht weiter weißt, ist es am besten, wenn du dein Steuerbüro nach den entsprechenden Informationen fragst. Als nächstes kannst du die Einstellungen für die Erlöskonten festlegen. Die meisten dieser Erlöskonten sind optional, außer die Erlöskonten für die volle Umsatzsteuer, die Erlöskonten für die ermäßigte Umsatzsteuer und die Erlöskonten für die digitalen Artikel. Diese drei Erlöskonten sind Pflichtfelder. Allerdings macht es auch Sinn, dass du alle anderen Erlöskonten festlegst, wie zum Beispiel die Erlöskonten für im Inland nicht steuerbare Umsätze. Auch wenn diese Fälle vielleicht aktuell bei dir nicht auftreten, macht es Sinn, die jetzt schon zu hinterlegen, weil es sonst später zu Fehlern kommen kann. Das ist nämlich dann der Fall, wenn du eine Bestellung mit den entsprechenden Erlösen hast, die du im Vorfeld vielleicht nicht konfiguriert hast. Erzeugst du dann einen DATEV-Export, werden diese Daten nicht mit in den DATEV-Export aufgenommen und so kann es zu Fehlern kommen. So vermeidest du, dass du deinen DATEV-Export im Nachhinein nochmal neu konfigurieren musst. Deswegen ist es sinnvoll, dass du alle Einstellungen von Anfang an machst. Bei den Erlöskonten für digitale Artikel und den Erlöskonten für die im Inland nicht steuerbaren Umsätze kannst du auch Buchungsschlüssel hinterlegen. Möchtest du verschiedene Konten für verschiedene Länder konfigurieren, kannst du das ganz einfach über das Plus hier machen. Jetzt wählst du im linken Dropdown-Menü einfach das Land aus, wofür du noch ein Erlöskonto definieren möchtest. Kannst das Konto hinterlegen und auch gegebenenfalls einen Steuerschlüssel. Hier weiter unten findest du noch weitere Einstellungen zu verschiedenen Erlöskonten, wie zum Beispiel für Kleinunternehmer oder das Erlöskonto für keine Umsätze. Hast du das alles eingestellt, kannst du zu den Einstellungen zu den Debitorenkonten kommen. Hier kannst du zwischen zwei Modi auswählen, zum einen Sammelkonto und zum anderen Kundennummer. Wählst du den Modus Sammelkonto aus, dann musst du auch die Debitoren für das Sammelkonto angeben. Alternativ kannst du auch Sammelkonten pro Zahlart definieren. Du kannst aber auch den Modus Kundennummer auswählen. Du gibst hier jetzt ein Basiskonto an und die Kundennummer wird dann entsprechend immer auf das Basiskonto addiert, um das entsprechende Debitorenkonto zu erhalten. Jetzt haben wir hier unten noch ein paar andere Einstellungen. Hier kannst du zum Beispiel die Umsatzkontonummern und Debitorenkontonummern, manchmal auch Geldkontonummern genannt, pro Shop erhöhen. Nehmen wir also an, du hast 10.000 als Basiskonto definiert. Gibst du jetzt hier in die beiden Felder ein, dass du möchtest, dass die Umsatzkontonummern und die Debitorenkontonummern jeweils um 100 erhöht werden, dann werden diese immer auf das Basiskonto addiert. Das bedeutet dann, dass bei deinem zweiten Shop dann immer 10.100 als Sammelkonto verwendet wird und bei deinem dritten Shop 10.200. Als nächstes kannst du hier unten noch Belegtexte konfigurieren. Die kannst du außerdem mit Platzhaltern füllen, die du weiter unten findest. Ein anderes Feld, was du beachten solltest, sind die Eigenschaften Belegdatum. Hier musst du wählen, welches Datum als Belegdatum an DATEV gegeben werden soll. Zur Auswahl stehen dir hier das Bestelldatum, das Zahldatum, das Rechnungsdatum und das Versanddatum. Hier musst du beachten, dass nur die Datensätze exportiert werden, für die das entsprechende Datum hinterlegt ist. Wählst du also zum Beispiel Rechnungsdatum, dann werden auch nur die Datensätze exportiert, für die bereits eine Rechnung geschrieben wurde und somit ein Rechnungsdatum hinterlegt wurde. Bei dem Export gibt es noch zwei Sachen zu beachten. Zum einen können Bestellungen mit Differenzbesteuerung nicht exportiert werden, da die Aufteilung der Umsätze nicht bekannt ist. Und zum anderen ist es wichtig, dass der Export nur ein Wirtschaftsjahr umfasst, weil es sonst zu Fehlermeldungen kommt. Füllst du also alle Informationen hier jetzt aus und klickst unten rechts auf Speichern, ist dein Export konfiguriert. Als nächstes kommen wir zum eigentlichen Export. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder führst du den Export manuell durch oder du automatisierst das Ganze.
Den manuellen Export kannst du in deiner Bestellübersicht auslösen. Du kannst hier jetzt entweder die Bestellung auswählen, die du exportieren möchtest, oder du exportierst die Bestellung aus einem bestimmten Datumsbereich. Wenn du nur ausgewählte Bestellungen exportieren möchtest, kannst du das hier vorne über die Mehrfachauswahl machen. Wenn du allerdings Bestellungen aus einem Datumsbereich exportieren möchtest, kannst du einfach ohne Auswahl einer Bestellung oben auf den Export-Button klicken, was wir jetzt machen. Hier oben im Format musst du jetzt den DATEV-Erlöse-Export auswählen. Du wählst jetzt noch aus, welches Datumsfeld für die Datumsauswahl gewählt werden soll. Wir nehmen jetzt einfach mal Rechnungsdatum. Jetzt musst du darauf achten, vor allem am Jahresanfang, dass dein Export nur ein Wirtschaftsjahr umfasst. Du könntest hier jetzt noch Einschränkungen zu deinen Shops oder dem Auftragsstatus vornehmen. Hier siehst du jetzt auch, wie viele Aufträge in diesen Datumsbereich fallen. Jetzt kannst du noch Tags erstellen oder nur Aufträge ohne Tags exportieren. Mit einem Klick auf Exportdatei erzeugen, wird dieser Export erzeugt und heruntergeladen. So kannst du diesen Export dann weiterverwenden oder an dein Steuerbüro senden. Die zweite Möglichkeit, um die Exportdatei zu erzeugen, ist mithilfe einer Automatisierungsregel. Dafür ist auch kein kompliziertes Regelkonstrukt notwendig, sondern allein eine Regel hilft dir dabei, den Export automatisch zu erzeugen und dann an ein Steuerbüro oder an eine andere E-Mail-Adresse zu senden. Um eine Automatisierungsregel anzulegen, wechselst du zuerst einmal in deine Einstellung. Hier wechselst du jetzt noch in den Menüpunkt Automatisierung und mit Neu kannst du eine neue Regel anlegen. Als erstes vergibst du einen Namen für deine Regel. Optional kannst du noch einen Kommentar hinterlegen. Jetzt solltest du darauf achten, dass die Regel auch aktiv gestellt ist. Als Auslöser wählst du zeitgesteuerter Auslöser mit Bestellung. Hier wählst du jetzt noch aus, wann die Regel ausgelöst werden soll. Zum Beispiel an jedem ersten eines Monats. Hier kannst du jetzt noch das Auswahlkriterium weiter einschränken, zum Beispiel das Rechnungsdatum. Außerdem kannst du wählen, wie viele Bestellungen der Export maximal umfassen soll. Als nächstes kannst du noch Bedingungen auswählen. Die sind optional und brauchst du in diesem Fall jetzt auch nicht. Als Aktion wählst du jetzt Bestellungen exportieren. Hier wählst du jetzt als Dateiformat den DATEV-Erlöse-Export aus. Du kannst jetzt noch Tags erstellen lassen oder auch nur Aufträge ohne Tag exportieren. Dann kannst du noch wählen, ob deine Datei auf einen angebundenen Cloud-Speicher abgelegt werden soll. Und in dem Feld Zusendung per E-Mail an trägst du jetzt die Mailadresse von deinem Steuerbüro ein. Du kannst jetzt noch festlegen, welchen Betreff die E-Mail haben soll. Mit einem Klick auf Speichern ist die Regel gespeichert und jetzt wird jeden ersten des Monats der DATEV-Export erzeugt und automatisch an dein Steuerbüro gesendet. Wenn du jetzt noch Fragen rund um den DATEV-Export hast, dann melde dich gerne bei uns. Lass uns einen Kommentar da oder melde dich bei unserem Support-Team. Bis zum nächsten Mal!